Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr zu Folge 60 von Bevos TickPack Minecraft. Ich bin Herr Okami und falls ihr hier neu seid, willkommen im Rudel und natürlich auch ein herzliches Willkommen an alle alteingesessenen und treuen Rudelmitglieder. Und ja, wir haben ja die kleine Agenda vor uns liegen. Ich hab's ja vor 5 Minuten erst aufgeschrieben. Und ja, wo werden wir uns jetzt mal als erstes drum kümmern? Das können wir jetzt ja mal intervenieren und gucken. Arl können wir auch gucken. Aber eigentlich brauche ich das. Growcraft, genau. Growcraft Keller hieß die gute Mod. Was wir denn da alles so schön brauchen. So, damals. Die Frutpresse, kein großes Problem. Haben wir sogar alles da. Das wird ein bisschen teurer und das wird vor allem etwas teurer. Und da müssen wir gucken, wo wir das denn hinmachen. Das möchte ich auch wirklich unten im Keller haben. Daher müssen wir hier mal so ein bisschen schauen. Hier geht es ja zu unserem Portal. Hier geht es ja dann zum Energieraum. Da muss ich jetzt mal überlegen wir mal. Wo stehe ich denn hier? Bei 104, das heißt bei 105 müssten wir reingehen können. Und wir hier den Keller mal so ein bisschen umgraben. Das heißt, hier ist 105. Gucken wir mal. Jawohl, das ist, glaube ich, die richtige Ecke. Hier können wir hinein uns zumindest wieder so einen Durchgang da schaffen. Und in die Richtung können wir dann irgendwo auch den Keller, warum benutze ich eigentlich nicht den großen, uns den Kellerraum hineinzwiebeln. Wunderbar. Da. So, das heißt, hier kommt Säule hin, da kommt eine Säule hin, also das hier ist bis dahin müssen wir. Pumper. Und dann haben wir hier schon mal so eine kleine Ecke. Da geht es dann halt hier so ein bisschen verwinkelt unten im Keller entlang. Nase, ihr kennt es ja schon. Die Let's Player-Krankheit. Sie quält uns arme Let's Player immer wieder. Meine Aufnahmen. Moment, ist mal besonders schlimm. So. Da brauchen wir dann Marble-Säulen. Die müsste ich dann gucken, wo wir die noch haben. Ich brauche schon wieder was zu essen. Hier soll ja der Reaktorkern rein, aber dann wird hier ein Gang reingemacht und dann können wir hier irgendwo in die Richtung weitergehen und hier dann schön unseren Keller anlegen. Oh, das wird schön. Das wird schön. Was das? Da mal Wolle. Was haben wir denn hier alles? Ich will mal gerade gucken, wegen puncto besserer Schaufel. Für die Schaufel haben wir leider nicht dabei. Schade, sonst hätten wir nochmal einfach eine normale Schaufel machen können. Strings brauchen wir ja noch Unmengen. Okay, dann kümmern wir uns jetzt wirklich mal statt zur Kellerei oben erstmal unsere Küche. Wo ich dann ein Glas für brauchen werde. Was für ein Glas wollen wir denn da mal reinmachen? Was gibt's denn da so Schönes? Was? Bitte da. Ja, und natürlich unser Standardglas, das Stained Glas natürlich. Quite Clear Glas aus Ender.io. Enlightened. Ach, das leuchtet dann oder wie? Aber das verbraucht mir ein bisschen zu viel. Okay, was ist das denn? Glas Seal hätte vielleicht was. Glass Bricks, Extra Utilities, Tinker Glass und dann so. Wir brauchen auf jeden Fall mal einen Schwupp Sand. Gut, dass wir ein bisschen Sand geholt haben. Und ich glaube, das werden wir. Wir werden uns, glaube ich, mal.
Nehmen wir das Quite Clear von Ender.io. Das sieht natürlich auch ziemlich scharf aus. Und das ist alles dieses Glas. Glasbricks haben auf jeden Fall was. Wir können ja mal ein bisschen rumspielen. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal das, was wir hierfür brauchen. Sprich, die Hälfte machen wir mal zu Glas. Und dann bauen wir das mal und gucken, was da Schönes rauskommt. So, zack. In der Zwischenzeit gucken wir mal, was wir uns zu essen machen können. Yum, 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 yum. Oder was wir mal wieder essen können von unserem kleinen bescheidenen Vorrat hier. Mal wieder ein schönes Brot. Das haben wir auch lange nicht gehabt. Oh, yum, 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 yum. So, wunderbar. Das reicht ja schon wieder. Dann können wir eine Runde schlafen. So, jetzt im neuen Jahr. Habt ihr euch denn gute Vorsätze fürs neue Jahr vorgenommen? Interessante Frage. Falls ihr mich fragen wollt, was ich mir vorgenommen habe, ich nehme mir eigentlich nichts vor. Ich weiß nicht, ich bin nicht der Typ, der sich irgendwas fürs neue Jahr vornimmt, weil wenn ich mir was vornehme, dann will ich es umsetzen und dann möchte ich umsetzen und dann ist es egal, ob da irgend so ein Datum es vorgibt oder wie auch immer. Nee, also ich mache das eigentlich nicht im neuen Jahr oder so aus, sondern mache es, wenn einfach. Oder ich versuche es zumindest so, während der restliche Glasdenken durchwalkt. Können wir uns hier mal kurz um unsere Felder wieder kümmern. Kornfeld ist fertig, yay. Ah, das hat sich jetzt einmal wieder gelohnt. Warum verschwindet so oft mein Kram? Das ist doch so... Oh, cool. So gemein. Ginger, 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 Ginger. Wir können Ginger Ale machen, noch mehr. Yeah. So, was bist du? Immer noch nicht gewachsen? Aber du... Oh. Ich glaube echt, ich habe keinen grünen Daumen hier in dem Spiel. Nicht so wie in der Wirklichkeit. Es kann aber nicht wahr sein, oder? Jetzt müssen wir wieder ein bisschen Okra. Eieieiei. Oh yeah, ich freue mich schon über eine Erdbeere, damit wir dieses Feld auch mal voll kriegen. Mensch, ihr seid böse, ihr Pflanzen, ihr. Bali, Bali. Sei mit mir, Bali. Ist er zumindest. Wenigstens ist der Bali auf meiner Seite. Oh. Cool, 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 cool. Vercool mich doch. Lalalala. Noch mehr Ingwer. Wunderbar, das reicht erstmal wieder. Inzwischen müsste unser Glas dann ja auch durch sein. Was macht halt unsere Baumwollplantage? Die brauchen noch ein bisschen. Damit wir da wieder ernten können für den nächsten Rucksack, für die irgendwann neue nächste große Reise. Keine Ahnung, welche Richtung. Letztes Mal sind wir in den Westen geflohen. Dieses Mal fliegen wir vielleicht mal in den Osten. Ich weiß es noch nicht. Gucken wir mal. Halt, falsche Kiste. Die Kiste. So. Ja, wir brauchen dringend unser Lager oben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da werde ich mich jetzt auch wirklich drum kümmern, dass die Küche fertig wird. So, und das soll ich jetzt nochmal brennen, oder wie? Sandyglas, ja, schön. Da machen wir jetzt... Tja, Tinker, Finktglas. Ups. Oder wie sehe ich jetzt... Wie hat voll zu? Da. Fickend. Sinkend. Ich bin gespannt, wie es ist. Ich hoffe, dass es auch stabiles Glas ist. Nicht, dass es so, ich hau einmal gegen Glas ist, wie das von Tinkers. Das mag ich daher nicht ganz so gerne, weil es geht ja doch sehr schnell kaputt. Einmal aus Versehen, weg ist es. Und das mag ich hier doch unterbinden wollen. Das wird hier, glaube ich, auch lustig genug. Hallo Kühe und Schweine und die nicht sehen, zu sehenden Hühner. Und wir brauchen hier Fässer. Das heißt Fässer. La, 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 la. Nein. Die Abkürzung nehme ich nicht. So. Der schöne Blaum. Blaum, genau. Der Blaum bleibt blähen. Hast du blähen gesagt?
So, jetzt holzen wir hier einfach mal wieder alles runter und weg und ab. Oh, da leckt's gerade. See fix. So. Da kriegen wir jetzt hoffentlich ganz viele schöne Fässer raus. Hohoho. Das sollte sich auf jeden Fall lohnen. Das ganze Holz bringt ordentlich was. Oh, das ist gerade echt massiv am Lecken gewesen. Jetzt hat sie es wieder gefangen, so einigermaßen. Aber nicht richtig. Irgendwas, ich sollte vielleicht hier mal einsammeln. Vielleicht ist das so ein kleiner Grund gerade. Ah ja, es fängt sich wieder. Das waren, glaube ich, jetzt dann doch mal zu viel Kleingesocks. Da ist die Aufnahme-Framerate glatt auf 29 runtergegangen. Und die Spiel-Framerate auf nur 40 bis 50. Das ist dann doch ein bisschen wenig. Nein, Quatsch. Das war gerade auch, also beides war gerade irgendwo im 30er-Bereich, beziehungsweise Aufnahme so bei 25 Frames rum und eine andere irgendwo im 30er-Bereich. Ich mag mal glauben, dass es gerade hier dran einfach liegt. Oder läuft meine Festplatte voll? Das wäre jetzt natürlich auch denkbar, da ja, wie gesagt, viel vorproduziert. Aber auch böse. Komm runter. Meins! Und mit den ganzen Cherrywood Seeds. Eieiei, was wir damit machen können, ich weiß es auch nicht. Also, Cherrywood ist sehr ergiebig und ich finde eigentlich auch ganz schick, ne? Hoppala, hoppala. Ich weiß gar nicht, ob wir... Müsste man mal ausprobieren. Das ist... Cherrywood sag ich schon. Sakurawood natürlich. Das will ich mal kurz gucken. Ah, schade. Das finde ich so schade, dass das nicht mit den Hölzern auch noch geht. Das wäre so das Endpornöseste, was gehen könnte. So, du musst weg und du musst weg. Und dann du noch und dann haben wir alle Bäume also wieder abgeholzt. Aber ich glaube, ich werde einfach mal Sakura-Boden oben hineinlegen. In die Küche dann. Hoppa, hoppa. Na? Na, geht doch. Ja, ich glaube, der Hügel hier muss weg. Wir brauchen, wie gesagt, Platz für Felder. Dann haben wir hier die Felder, da unten die Tiere. Dann müssen wir mal gucken, wo wir den ganzen Rest hinballern. Weil Baumfarben brauchen wir auch. Wenn es eine ganz primitive ist, da brauchen wir auf jeden Fall eine große freie Fläche für. So, könnte der letzte sein? Nee, theoretisch können wir noch einfällen. Böse Blätter da oben. So, weg. Weg, weg. Los. Los, hopp. Da. Sehr böse Blätter, sie wollen nicht. Sie wollen nicht auf mich hören. Tralalalala. Hopp, hopp. Dann haben wir hier mal noch so ein, zwei zwischen. Okay, den einen kommen wir jetzt auch noch an. Pflanzen haben wir auch mal ordentlich Birkenholz. Und unser kleiner Forest hier wird wieder aufgeforstet. Das ist ein bisschen sehr eng. Setzen wir dich mal da hin. Mal gucken, wie sie dann wachsen werden, die kleinen, die großen Bäume. So. Nee, der ist mir schon zu dicht dran. Das lassen wir mal lieber. Wenn wir mal ehrlich sind, ne, können wir mal wieder ein bisschen Dünger erstellen. Na, dich bitte nicht. So. Oh, verdammt, wir haben so einen Hunger. Ei. Jetzt müssen wir mal ein bisschen mal durchgucken. Denn der Reih ist mal wieder am Reihen. Das ist alles noch nichts. Hier ist noch nichts. Hier ist er auch immer noch nichts. Aber die Peanuts sind mal wieder. Sehr schön. Und heute haben wir das Peanutfeld fast voll. Haha. Mustard, Ginger,
Schnips. Und wir haben endlich Blumenkohl. Und jetzt haben wir sogar noch mehr Blumenkohl. Keulo. So, das. Es mehrt sich, es mehrt sich. Es mehrt sich. Langsam aber sicher wird unser Farmland hier immer beeindruckender. Ich verhungere! Hunger! Oh Gott, da ist schon wieder Baum gewachsen. Hunger! So, schnell was geguckt. Was können wir uns mal in die Kiemen schieben? Ein schickes Ei. Das ist gerade nicht gut. Dann könnte man zwar wieder ein Toastbrot noch nach Zwiebeln. Klang, klang, klang. Jum, 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 jum. So, jetzt können wir zumindest wieder laufen. Jetzt sind wir fast wieder auf voll. Was können wir jetzt mal schnell noch machen? Ja, mal wieder eine schöne Kartoffel. Hui, Chili auf der Liste. Die To-Do-Liste ist Chili. So. So. Das haben wir auch geschafft. So, aber was wir als nächstes schaffen werden, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Daher vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dahin, wenn es wieder heißt, Let's Play Minecraft Bevo's Tech Pack. Und wenn ihr euch wundert, was ich hier gerade anstelle, ich mache Fässer. Beziehungsweise Kisten für Fässer. Denn davon haben wir jetzt im Moment ja doch ein paar. Wumpa. Tschüss.